Björn Bauer. Auch Sie kommen jetzt am 27. Mai auf unser EduCamp. Es wäre nett, wenn Sie sich kurz vorstellen. Wer sind Sie? Ja, Björn Bauer. Ich bin Support Manager bei Comedia. Seit 7 Jahren, etwas über 7 Jahren, arbeite ich in der Firma und ja, glücklicher denn je. Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten? Dann bin ich Familienvater, Ehemann, in der anderen Reihenfolge natürlich. Bin Fußballtrainer, auch noch bei meinem Sohn in der Mannschaft. Das beschäftigt mich. Bin dann noch Vorsitzender des Elternrates der Schule. Habe so einen ganzen Sack voll Freizeitaktivitäten. Und welche Fragestellungen beschäftigen Sie zurzeit in Ihrem Unternehmen? Also neben der quasi Frage, die das ganze Unternehmen beschäftigt, nämlich wie wir schneller in dem immer schneller werdenden Umfeld schneller lernen können, schneller reagieren können oder agieren können, beschäftigt mich im Speziellen die Frage, die der Support den Businesskunden bekommen sollen und jetzt bekommen für die Zukunft in Zeiten von Web 2.0 fit gemacht werden können und Enterprise 2.0. Und da geht es hauptsächlich darum, wie man partizipative Momente und Elemente in so einen Business Support bekommt. Das fängt bei der Vertragsgestaltung an und geht dann natürlich darüber, über die Fragestellung, welche Anreizsysteme kann ich überhaupt schaffen, damit beispielsweise Partner sich gegenseitig helfen, dass Kunden und Partner, die vertraglich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sich gegenseitig helfen. Und wie bringe ich ein lernendes System dazu, aus der Firma raus in den Markt zu kommen, also dass wir ein gemeinsames Lernumfeld bieten können. Okay. Was heißt denn jetzt genau Lernen für Sie? Das Wort ist ja jetzt oft gefallen. Ja, also Lernen ist für mich genau das, was es genau das nicht, was es in der Schule war. Ich war in der Schule ziemlich schlecht, was für mich dafür spricht, dass, also so im Nachhinein betrachtet, dass das Umfeld eins war, in dem ich nicht aufblühen konnte. Und das ist es, was ich jetzt vorfinde. Ich kann aufblühen, mich selber einbringen und bin dadurch offen für neue Dinge. Und wenn man diese Offenheit mitbringt, fällt Lernen ganz leicht. Und welche Fragestellung bringen Sie jetzt ganz konkret mit auf das CoopCamp? Die konkrete Fragestellung ist, wie schaffe ich es, ein lernendes System über die Unternehmensgrenzen hinaus zu etablieren? Also am Beispiel Support habe ich dabei sehr viel Praxiserfahrung, was es heißt, in einem System Firma zu lernen, aber mich interessiert der Gang über die Grenze. Also wie schaffe ich es, Partner und Kunden, womöglich auch Freunde, wie auch immer, in dieses System einzubeziehen? Okay, dann hoffen wir, dass wir eine Antwort auf diese Fragestellung finden am 27. und sehen uns dann in Hamburg. Vielen Dank. Ich freue mich, danke.